Hallihallo, lieber Steinbock. Ein Kurztrip in die nächste Woche vom 13. bis 19. Februar fürs Kollektiv. Die Zeit ist fließend. Wie gesagt, es kann nicht auf jeden zutreffen. Über ein Abo, Like, Teilen und auch Kommentieren dieses Kanals würde ich mich freuen. Ja, Kolani auch. Schatzi, alles ist gut. Dann wollen wir mal schauen für den Steinbock. Nächste Woche. Was kann da passieren? Valentinstag liegt ja auch da irgendwo in der Mitte. Ein paar Überschriften. Auch aus diesem Deck bitte für den Steinbock, fürs Kollektiv. Was haben wir denn da Schönes? Die nicht, aber die. Und dann schauen wir nochmal. Nee, gar nichts mehr. Das sollte schon so sein. Und aus diesem Deck auch. Wollen wir mal gucken für den Steinbock. Worum geht's da? Okay. Was haben wir denn ja? Da haben wir den Widder. Mit der 1. Setze Pioniergeist ein. Das heißt, wenn du was haben möchtest, Steinbock, dann musst du dich dafür auch einsetzen. Was ich hier sehe, ist die 2222. Ganz viel und auch die 1111. Das darf gerne mal gegoogelt werden. Da haben wir Dualität, es geht gut voran, also der Aufbau. Zieh Bilanz und sei realistisch mit der 4 an einem Mittwoch. Und ich habe hier den Wassermann, gib neue Impulse. Die kleine Zähmungskraft und Kontrolle über das eigene Leben gewinnen. Okay. Dann nehmen wir mal so ein Klärungskärtchen drauf. Und dann gucken wir mal für den Steinbock bitte. Für die nächste Woche vom 13. bis 19. Februar. Was haben wir denn da noch? Aha. Und die Lösung. Ja, für einige Steinböcke muss ich sagen, da kommen behördliche Dinge. Also Nachrichten vom Amt oder irgendwie sowas. Das, scheint nicht so nett sein. Da muss man sich kümmern, auf jeden Fall. Na, auf dem Boden der Tat, also realistisch sein. Aber man hat da eine Idee. Unterm Kartendeck habe ich den Schlüssel, also die Lösung, Kontrolle über das eigene Leben und die kleine Zähmungskraft. Ja, also es wird ein kleiner, wie soll ich das sagen, ganz glücklich ist diese Sache nicht. Na? Das ist ein langer, komplizierter Weg, also Papier ist ja auch immer geduldig. Na? Und ja, aber kümmern auf jeden Fall. Also da kommt nächste Woche irgendwie was vom Amt. Das sehe ich ganz klar so. Na? Einige andere Steinböcke müssen gesundheitlich auch ein bisschen aufpassen. Na? Für die denen es im Moment nicht so gut geht gesundheitlich. Na? Da... Man ist da eingeschränkt mit der Zähmungskraft auf jeden Fall. Ja. Das zeigt für mich auch hier neue Impulse, wenn das um die Gesundheit geht. Also, ja. Da muss man auch ein bisschen was für tun dann. Also Kontrolle über das eigene Leben ist, von nichts kommt nichts. Da
muss man sich einsetzen, also mit dem Wassermann, die neuen Impulse ist vielleicht auch Alternativmedizin. Eine schöne Therapie da. Und den Tatsachen ins Auge sehen, ja. Nur mal so am Rande. Also das ersetzt natürlich keinen Arztbesuch. Meine Tipps hier, um Gottes Willen. So, worum geht es dann noch bei Steinbock? Da haben wir die Gesundheit. Das ist tatsächlich ein Gesundheitsthema. Da kann was vom Amt kommen. Da bist du vielleicht auch nicht ganz glücklich drüber. Wenn das ein Gesundheitsthema ist, also das Amt kann auch die Krankenkasse sein. Der lange, komplizierte Weg. Ja, worum geht es da noch? Ja, Schwierigkeiten, Blockaden. Wie geht es da weiter, bitte, für den Steinbock? Sind das da für Schwierigkeiten und Blockaden? Ja, also man legt dir da auf jeden Fall Steine im Weg. Das muss ich dir leider sagen, lieber Steinbock. Also wenn es dir gesundheitlich nicht so gut geht, dann wird dir die Krankenkasse oder irgendjemand da Steine in den Weg legen. Therapien werden nicht bezahlt oder ja, der übliche Satz, das zahlen wir nicht. Aber wir haben hier neue Ideen, also ich sehe da auch irgendwie die Alternativmedizin. Kann natürlich sein. Kontrolle über das eigene Leben zurückgewinnen, ja. Das heißt also, sich irgendwie da durchzukämpfen mit dem Witter. Ja. Das wird ein bisschen schwierig alles. Ja, und kompliziert. Das tut mir leid, lieber Steinbock. Was anderes kann ich dir da gerade nicht mitgeben.